So, ich suche die Kamera. Da scheint eine zu sein. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause an den Bildschirmen mit diesem Programm mit Musik von Jelly Roll Morton. Und bin zunächst mal glücklich, dass wir diese Musik heute Abend hier spielen dürfen und dass ich sie mit dieser hervorragenden HR Big Band wieder aus dem Archiv holen konnte. Und wir haben seit der ersten Aufführung, der nicht viele gefolgt haben leider, eine Kleinigkeit geändert, die aber gar keine Kleinigkeit ist, denn wir haben jetzt zwei Pianisten, daher erklärt sich Jelly Roll in vier Händen, und wir haben Jerry Lou am Piano und Volker Engelbert. Sie werden, wenn Sie den Stücken folgenden Arrangements heute Abend feststellen, dass sowohl eine, sagen wir, moderne Herangehensweise vorhanden ist, aber auch der originale Jelly Roll Morton, der ja nach eigenem Bekunden der Erfinder des Jazz war, immer wieder aufblitzt. Und diese beiden, je nachdem, wo sie auftauchen, versucht der andere Part irgendwie auch zu seinem Recht zu kommen. Dieses erste Stück hieß Finger Buster, und da sind wir wieder bei Jerry Morton, der tatsächlich Superlative nicht gespart hat. Seinen Angaben zufolge das schwierigste Stück aller Zeiten. Das haben wir gespielt. Jetzt kommt eins, das heißt Spanish Swat. Thank you.
Spanish Swat und wir hörten Jerry Lou am Klavier und wen wir auch heute Abend des Öfteren sehr präsent hören, ist unser Bariton-Saxophonist Rainer Heute, allerdings nicht am Bariton, sondern er spielt das Bass-Saxophon und hat quasi die Rolle, die eine Tuba haben könnte oder später dann der Bass. Heute ist es das Bass-Saxophon. Wir gehen weiter mit einem ähnlichen Ansatz. Wir fangen normal an und dann nehmen wir eine kleine Abbiegung. Hier ist Freakish. Das war der Titel Freakish und wir hörten an der Posaune Felix Fromm. Yes, yes. Bei der Arbeit an diesem Programm, die natürlich schon viele Jahre zurückliegt, aber ich erinnere das eine oder andere doch noch, war es halt so, dass ich irgendwann versucht habe, verschiedene Ansätze in die Arrangements reinzufinden und verschiedene Punkte, an denen die eine musikalische Idee mit der anderen zusammentrifft. Und beim nächsten Arrangement ist es tatsächlich so, dass hier
im Bass plötzlich etwas passiert. Eigentlich ist so, der Bass macht sich selbstständig. Es ist ein bisschen eigentlich wie ein Cy Oliver Arrangement für Jimmy Lunceford oder Tommy Dorsey, aber an dem Bass klingt es etwas so, als ob Arnold Schönberg herumgeschraubt hätte. Hier ist Bugaboo. Das war Bugaboo und nochmal unsere beiden Klavierspieler, Pianisten Jerry Lou und Volker Engelbert. Thank you.
Thank you.
Dieser Titel hieß Jungle Blues und wir hörten an der Gitarre Martin Scales und sozusagen die neueste Neuerwerbung dieses Orchesters am Tenorsax von Dennis Gäbel. Ja, Dennis. Und ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, dass im Stück davor, was Shreveport Stompies, wir auch noch zwei weitere Saxophonsolisten gehört haben, nämlich unsere beiden Altos, Heinz-Dieter Sauerborn und Oliver Leicht.
Das war Grandpa's Spells und wir hörten an der Trompete Axel Schlosser am Flügelhorn, genauer gesagt. Und Volker Engelbert spielt jetzt für Sie eine der Balladen von Jelly Roll Morton, Mr. Jelly Lord. Thank you.
Mr. Jerry Lord mit Volker Engelbert und jetzt von den Aufgaben des Basssaxophons für einen kurzen Moment befreit Rainer Heute am Bariton. Yeah. Hier kommt wieder etwas Längeres. Das ist auch ähnlich wie Fingerbuster, eigentlich so ein Bravourstück, ein Ragtime-Bravourstück, was sich aber in etwas anderes entwickelt hat. Und wir hören unter anderem am Tenorsaxophon Steffen Weber. Hier ist Bert Williams. Thank you.
Bert Williams war das. Und wir hatten, wie gesagt, Steffen Weber am Tenorsaxophon. Herr Steffen. Und vielleicht auch eine gute Gelegenheit, mal zwei Musiker zu erwähnen, die sozusagen immer gut hörbar sind, aber wenig Solo spielen, nämlich unser erster Trompeter Frank Wellert. Ja. Und Paul Höchstädter am Schlagzeug. Paul Höchstädter. Wir sind am Ende dieses Programmes und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Band für das wirklich ganz wunderbare Spiel. Ich bedanke mich bei unseren beiden Pianosolisten Jerry Lou und Volker Engelbert. Des Weiteren beim HR, dass er so eine wunderbare Band hat, bei Olaf Stötze, der Manager, und seinem ganzen wirklich grandiosen Team. Und wir beenden unser Konzert mit dem vermutlich bekanntesten Stück von Jerry Roe Morton und das ist der King Porter Stomp. Und das tun wir und wir wünschen Ihnen alles Gute in diesen Zeiten. Bleiben Sie stark.